Hab mir gerade den Rauch etwas länger angeschaut. Das sieht auf jeden Fall irgendwie bezaubernd aus. Auf jeden Fall gut gemacht, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 4. Außenpostenzeit ist schöne Zeit. Hoffentlich wird es auch schön unentdeckt. Wie es einfach wieder heller wird. Jetzt sind wir nah genug dran, da kommt schon wieder spannende Musik. Spannungsvolle, stimmungsvolle Musik. Schick. Das sieht aus wie Mohn. Was? Wo sind hin? Da. Warum muss der jetzt da oben hocken? Der will offenbar bleiben. Wenn wir ihn da jetzt runterschießen, wo gehen wir dann hin? Das ist immer die Frage, die wir uns stellen müssen, bevor wir irgendwas machen. Das Blöde ist, in der Hocke sind wir nicht schnell. Wenn wir in der Hocke irgendwo nach hinten wollen, dann bleiben uns nicht viele Möglichkeiten und eben allen voran auch nicht viel Zeit. Da hängt ein Propagandaposter an der Wand. Würde er da runterkommen wollen, um hier nachzuschauen? Wie schön der Bogen aussieht, einfach an das Visier. Schaut euch mal die Farbe da im Rahmen an. Im Visierrahmen. Oh, das ist sehr gut. Dass das Geräusch hinter der Wand gehört. Also gebe den auch drumherum und geh nicht wieder den Weg zurück. Hitbox sei lieb. Sehr schön. Da erzähle ich den Alarm auch. Kommt der denn her? Warte nicht, bis die Gefahr bei uns ist. Scheiße. Raus und alles absuchen. Was war das denn für ein Ruf? Girl. Nee, so ähnlich. Hey, hey. Seht euch um. Oh nein, wir müssen hier weg. Tote hat sogar richtig gezählt. Er hat offenbar schon beide mitbekommen. Hier liegen Tote. Ist das ungewöhnlich? Freund. Pff. Ist doch froh, dass der jetzt da rumliegt. Boah, wollen die wissen, dass wir schon entkommen sind? Hörst du mich? Niemand! Die Wachen hier sind aber nicht so lustig wie in Teil 3. Die Piraten waren da besser dran. Noch mehr. Das betreibt man nicht. Es sind nur zwei in Summe, ja. Du kannst nicht da Mehrzahl sagen und da hinten auch. Ich werde den finden, der dir das angetan hat. Wir sollen bei Sichtkontakt schießen. Du solltest beten, dass wir dich nicht finden. Ich muss aufpassen, die sind Schweine aufmerksam. Wenn die auch nur ein Haar von uns sehen, sind wir dran. Du musst doch sehen, von woher die Steine geflogen kommen. Aber das war ihm zu viele. Ich glaube, das waren ihm zu viele Steine. Das war in Anführungszeichen nur in den Rücken. Das ist. Wir haben hier keine weitere Abhaumöglichkeit. Da ist noch die Straße. Zu dem Stein hinten komme ich mit Sicherheit nicht. Denke ich. Oh, hochklettern ist nicht gut. Ich bleibe hier hinten. Einer oben, einer davor. Kommt der jetzt hier rum? Das wäre aber extrem blöd. Ja, schaut mal lieber woanders nach. Oh, jetzt kommt ein Auto.
Das ist auch die Gefahr hier an der Straße. Der klingt sehr nah. Oh ja. Das hat er von oben bestimmt gesehen. Ich muss mal von der Straße weg. Wenn es blöd kommt, dann entdeckt uns ein Auto. Das Blöde ist, hier oben sind noch mindestens zwei. Wird die Deckung nicht besser. Das Licht war gerade nicht da. Nicht, dass wir wieder von der Seite überrascht werden. Den Toten kennt ihr schon, oder? Den könntet ihr euch nochmal angucken und habt damit keine Probleme. Hoffe ich. Sind das nur noch die beiden? Ist da rechts an der Mauer ein Schatten? Der da, der sich bewegt? Es wirkte gerade so im Augenwinkel. Ungünstig. Wobei wäre eigentlich ideal für C4. Das sind doch aber am Ende noch drei, oder? Wir haben kein C4. Auf C4. Auf den 9. Legen mit der rechten Maustaste, zünden mit der linken. Natürlich haben die sich jetzt aufgelöst. Hoch könnten wir nicht ohne springen. Schrift geweckt, du nervst. Es scheint noch drei zu sein, der gerade gesprochen hat. Der kam von so halb rechts und darauf hat ihm noch jemand geantwortet. Das sind noch mindestens drei. Kann man da oben stehen? Nein. Da oben kann man sein, das ist nicht gut. Kommt, können wir schnell nach hinten runter. Oh, jetzt sind die ja zu zweit. Wenn das die letzten zwei wären, okay, aber nicht, wenn es noch drei sind. Ah! Das ist kaputt. Ach Mann, das ist eine Kackwaffe. Was ist denn da oben? Ist der unbedingt unter dem Geschütz? Treibt ihn in die Flucht. Wie wär's mit umbringen? Das kostet wieder Erfahrungspunkte, das nervt mich eben daran. Da oben scheint wirklich noch jemand zu sein. Am Ende steht eine Munitionskiste, nee, die will ich jetzt nicht zerstören. Einer ist noch hier in der Ecke. Klettert gerade da hoch. Granate raus! Ja! Zieh dich an deinen Eiern da raus! Verdammt nochmal! Halt! Ja! Trifft gut. Komm raus! Lass mich dich töten! Ihr wisst schon, was ich vorhabe, oder?
Ah, so weit weg. Hätte mir jetzt gewünscht, er sagt sowas wie: Lass das mit den Spielchen, schmeiß keine Steine auf mich. Ist die Kugel nicht wert? Der ist doch jetzt hier vorne. Komm und hol dich! Nein! Feindgesichtet! Mann! Ich hoffe, der ist wieder runtergesprungen. Ich habe nichts dergleichen gehört. Der ist doch runtergesprungen. Das klang gar nicht so. Scheiße, hab ihn verloren. Los, sucht nach ihm. Er kann sich nicht vor uns halten. Geht's auch. Wenn auch nicht unentdeckt. Das war der bisher beste Außenposten, auch wenn es besser geht. Aber hey, wir haben noch ein paar vor uns. Der Pleur hat überall Augen in der Gegend. Wie viele Erfahrungspunkte gibt es denn dafür jetzt eigentlich? 500, 550 und 1500 war die Abstufung. Eher in dem Fall Aufstufung. Sonst hätte ich es anders herum sagen müssen. Schade, ey. Nein. Ich hab gehört, hier hätte es eine Schmugglerbande gegeben. Schön, dass sie nicht alle gleich aussehen. Sie gemacht, bevor sie alle umgebracht wurden. Ist eine komische Vorstellung von Gerechtigkeit. Und Mörser ist hier oben. Spreche ich mit RJ Galley? Was? Ach so. Keine Zeit für Erklärungen. Trifft mich gleich bei meinem Studio. Gerati Films. Ihr Lager ist vernichtet. Da wächst ihr gegen. Fashion Week. Spreche ich mit RJ Galley? Oh Mann. Je eher wir zuschlagen, desto besser. Je länger wir warten, desto schlechter. Wenn Galil, wie kommt denn der da drauf? Mein Mann war auch beim Ajay, kann ich ja noch verstehen. Aber Galil? Shangri-Lager, das örtliche Bier, ne? Stoßzähne. Poster war hier der noch. Poster war hier noch. Augen in der Gegend. Es wird sehr schwer sein, da noch 6 bis zur nächsten Belohnung. Wir müssen unbedingt gleich mal die Scorpion loswerden. Ich mag die nicht. Ich höre Elefanten. Wir müssen unbedingt noch irgendwann klar auf den reiten können. Aber so will ich jetzt erstmal keine Außenposten einnehmen, denn das macht Lärm. Es ist ziemlich auffällig. Was sind das, Reissäcke? Darf ich trotzdem schon mal streicheln? Ich will streicheln. Doch. Aha, Fanti. Ich würde so gern streicheln. Von Papa wird er nicht gestreichelt werden. Das ist ziemlich eindeutig. Bald regnen? Hier gibt's gar keinen Regen. Mal so nebenbei. Drogen. Die Ausrüstung wurde schon viel. Es wird Patrouillen der Armee geben. Aber die werden nicht mit dir rechnen. Je eher wir zuschlagen, desto mehr. Lötkolben. Je länger wir warten, desto schlechter. Hier den Alarm betätigen wollte und zack, aus. Der Rohit spricht. Durch die ganzen Stoffe hier sieht das schon ziemlich etwas gemütlich aus. Obwohl die Bude an sich nicht so gemütlich aussieht. Weil die kippen. Nachfüllen kostet 15.000. Sag mal rund 15.000. Und wir bekommen 141.000. Sehr gut. Schon wieder 4 Pünktchen.
Halt, Waffe. Hä? Das war schon der Kleine die ganze Zeit. Warum haben wir den nicht? Beim Geokopter gehabt? Weil wir das Ding einfach dahin legen müssen. Kann ich jetzt noch so machen? Kein Scharfschützengewehr, will ich das wirklich? Das ist so doof, dass dieser Platz 1 unbedingt für eine Seitenwaffe belegt sein muss. Schrotflinte. Die kleine Armbrust. 1911. Hier hätten wir eine MP gehabt, aber auch keinen. Oh, ja. Da ist auch kein Lauf möglich. Das ist nur bei der MP5 denn möglich. Die ist einfach zu kurz, schätze ich. Na, okay. Für die späteren. Hier gab es ja auch Helikopter, ne? Brauchen wir auf jeden Fall. Warum war das nicht maximiert? Weil wir das Zeug gerade nicht verbrauchen können. Deswegen werden wir es, denke ich, nicht. Wir haben einen, aber die ist noch gesperrt. Interessant. Ja, haben wir bekommen durch den Wolfsbau, den wir anzünden mussten. Wir können es einfach, deswegen kaufen wir das. Später gibt es ja hier auch Helikopter, wenn wir dann in den noch böseren Teil kommen. Falls wir das Zeug irgendwann mal in die Hand bekommen, diese Waffen, haben wir schon mal maximale Munition. Vielleicht bekommen wir die ja in einer Mission, deswegen. Ich denke gerade an den Flammenwerfer und ja. Skrillex. Also die 1, Fall und Bogen. 2, hallo. 2 ist gerade gar nicht belegt. Die Schmuggler, die hier mal lebten, wurden alle getötet. So übt die königliche Garde Verletzung. Gerisseltür. Je eher wir zuschlagen, desto besser. So wird das mal wieder ganz machen. Je länger wir warten, desto schlechter. Der einfach Zeug raushängt, aber auch noch durch den Rahmen. Attentat. Eliminieren diese Aufgabe, Kommandeure der Royal Army. Oh, Erfahrungspunkte, sehr gut. Rechts von uns bei dem Typen, oder? Ich habe immer Trockenfleisch dabei, falls ich mal Hunger kriegen sollte. Immer Trockenfleisch dabei. Trockenfleisch klingt ja super. Überall Augen in der Gegend. Es wird sehr schwer sein, da. Wer ist denn jetzt unser Missionsgeber, du? Hier drin ist ja nicht irgendwie ein Telefon oder so. Schade, dass die Tür nicht noch funktioniert. Da kann man durchgucken. Es wird Patrouillen der Army geben. Aber die werden nicht mit dir rechnen. Attentat. Ein Kommandant leitet eine Operation aus einem nahegelegenen Lagerhaus. Überall Augen in der Gegend. Es wird sehr schwer sein, da einzudringen. Eliminiere ihn diskret, nimm ihm seine Hundemarken ab und lass, aber die werden nicht mit dir rechnen. Wenn möglich, die Leichen verschwinden, ohne entdeckt zu werden. Ohne entdeckt zu werden. Bin verfügbar. Du? Ja, du hast einen sehr guten Ruf. Du musst sehr diskret sein. Niemand darf dich sehen. Wenn es geht, verstecke Sergeant Misras Leiche. Aha, Misraela. Ihm seine Erkennungsmarken ab. Okay. Er hat sich in einem Lagerhaus verschanzt. Ich markiere es auf deiner Karte. Sei vorsichtig. Sennett, töte dein primäres Ziel, durchsuche es nach seinen Hundemarken, verlasse den Ort des Geschehens unbemerkt.
Wenn du die Leiche in einem Zielgebiet versteckst oder entsorgst, erhältst du Bonuspunkte. Auch bei der Erfahrung? Wir müssen im Grunde rechts hoch. Nicht hoch. Ist hier irgendwo ein Auto in der Nähe? Hier vorne stand auch eins. Hier ist Ravi Rairana vom Sender Freies Kürat. Walle. Geradeaus. Hier ist Ravi Rairana vom Sender Freies Kürat. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe ein Hühnchen zu rufen. Ich weiß gar nicht mehr, wann jemand zum letzten Mal etwas Gutes über den Nordteil von Kürat gesagt hat. Ich meine, die ganze Region steht so lange, ich mich zurückerinnern kann, unter Parkgangskontrolle. Ich habe gehört, dass es dort sogar Gulags für unerwünschte Personen gibt. Was soll das eigentlich heißen? Unerwünscht. Ha? Das ist so ein praktisches Wort. Es kann alles bedeuten. Von einem, den man einfach nicht mag, bis zum Freiheitskämpfer, der Kürat zu einem besseren Ort machen will. Also ich finde eine Menge Dinge unerwünscht. Kacke ist unerwünscht. Ich wünsche, du würdest dich nicht so oft wiederholen. Nee, Bewegung verfolgen, das wollen wir nicht. Oh, das sind gar nicht so wenige. Am besten bringen wir alle um und dann können wir den Kommandanten auch wegschleppen. Aber alle unbemerkt umbringen. Unbemerkt mache ich sehr gerne, zumindest versuche ich es sehr gerne. Denn das macht immer noch am meisten Spaß. Huiuiui. Jetzt kommt er hier hin, da wäre es extrem blöd, einen Stein von hier aus zu werfen, weil er sieht ja von wo der geflogen kommt. Aber das ist ihm ja egal. Mal gucken, wie oft ich das noch sage mit dem. Es ist ungünstig, dass er sehen kann, von wo der Stein geflogen kommt. Ich glaube, das war zu weit weg. Scheißgeräusche. Da ist es wieder. Schön, dass die einem aber auch zum Verstehen geben, dass sie das mitbekommen haben. Das war nur ein Rücken. Schade, dass das sofort umbringt. Das wäre schon cooler, wenn die dann noch herumlaufen würden. Bei einem Nicht-Kopfschuss. Und vielleicht dann aufgrund der schwerwiegenden Verletzung einfach später aufgeben müssen, aber nicht sofort umkippen. Das finde ich cooler. Wie lange guckt er sich das Regal noch an? Ich glaube, der dreht sich gleich um. Das Waffe in die Hand nehmen, das war ein Zeichen dafür. Oh, das sind zwei. Scheiße. Gut, die sind, das ist echt kacke. Seht euch um! Ich will wissen, ob da draußen was ist. Hoffentlich ist keiner auf dem Dach. Wir haben die ungefähre Richtung. Das ist jetzt mal eine Zuflucht. Das Dach. Wenn die hochgehen, sind wir am Arsch, weil dann sehen die uns. Sie dürfen nicht hier hoch. Etwas ungewöhnlich ist. Oh, hier kann man auf dem Dachboden? Ja, lauf, hau ab! Gah, fast. Seht euch um! Ich will wissen, ob da draußen cool. was ist. Wie viele sind das wohl? Was denkt ihr? Oh, hier ist sehr cool. Haltet die Augen offen.
So wie wir hier auch gekommen sind, könnt ihr hier aber auch hochkommen. Ist vielleicht ein Hinterhalt. Sowas passiert nicht einfach so. Vielleicht. Verstanden. Doch. Könnte mehr als ein Einzelner sein. Nichts. Ich wette, das sind die Rebellen. Die verarschen uns. Zeig dich, du Stück Scheiße. Scheiße. Wie ein neues Kühlrad. Der Pfeife kam von oben, das muss er doch mitbekommen haben. Unterwegs. Los. Los, los, los. Haltet die Position. Ah, das war der Chef. Sah auch ein bisschen anders aus. Hört erst auf, wenn sie tot sind. Hier oben habe ich schon gesagt, ist sehr gut. Ich jag ihn da raus! Woraus denn? Aus dem Dachboden? Uiuiui. Er ist weg. Feind hier! Hier! Naja, vielleicht war die Position doch nicht so gut. Sie war zu offensiv. Für diesen Zeitpunkt. Hey, ey. Ist da jemand? Zeig dich. Ich gehe jetzt mal etwas anders vor. Jetzt guckt er sich den an, ob er auch wirklich tot ist. Bleib stehen. Oh, Mann. Ja, lauf nur. An am Boden. Ab, an am Boden. Ich könnte auch eine Mine hinlegen. Und mal alle reinlocken. Oh. Die Musik ist wieder cool. Blöd ist, wenn ich jetzt dahin schieße und nicht treffe, dann wissen die, wo sie hingucken müssen. Und selbst wenn ich ihn treffe, bekommen die anderen das vielleicht mit und gucken in meine Richtung. Das wäre auch blöd. Läuft, ist er da eingeschissen. Na, lauf mal weiter. Wir haben keine Granate? Wo sind die denn alle hin? Hä, wir haben doch drei. Da stand gerade eine Null bei den Granaten. Komisch. Habe ich mich bei Far Cry 3 so darüber beschwert, dass wir keine Wurfmesser frei zur Verfügung haben. Jetzt habe ich noch gar keins eingesetzt. Vielleicht gibt es ja auch mal Missionen, wo wir keinen Bogen haben. Dann haben wir vielleicht aber auch gerade keine Wurfmesser. Wenn das wieder diese Kinder sind. Diese Kinder. Nee, 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 nee. Geh nicht wieder weg. Du sollst schon hier hinten rumliegen. Hast du Stein geworfen oder Typen umgebracht? Boah, die sind echt gut. Wow! Guck bitte dahin. Seht nach, wer das war. Boah, das ist einer im Haus, das ist nicht gut. Scheiße. Aufpassen, wir wissen nicht, was da drin ist. Ich wollte schon sagen, wir wurden noch entdeckt. Warum hat das so lange gedauert? Das hat einfach so lange gedauert. Das ist auch schwer, echt nicht ohne das Spiel. Wenn man unbemerkt sein möchte. Finde ich aber gut so. Das Blöde ist, die Versteckmöglichkeiten sind ja auch nicht so gut bisher gefühlt. Rokia. Wer auch immer das da muss hier sein. Haltet die Augen offen, Leute. Seht überall nach. Ich will wissen, was das war. Was ist denn genau verstecken oder entsorgen? Dürfen die nicht mitbekommen, dass ihr Chef umgekommen ist? Ich weiß nicht, was es auch war. Ich bin hier gerade nicht gut versteckt. Ist ja auch nur ein dünner Busch in Summe. Mehr Grün vor der Nase könnte aber schon etwas zur allgemeinen Beruhigung beitragen. Zum Glück haben sie noch gar keinen Schimmer, wo sie hingucken müssen. Das Grün nervt gerade.
ist weit weg. Oh, das Dach hat sogar noch eine zweite Leiter, sehe ich gerade. Springt leider keiner drauf an. Wieder nicht. Keiner vorne am großen Tor? So ein Lärm, AJ, kannst du hier nicht ohne Stöhnen hochklettern? Ich bin bereit. Wir haben wieder keine Granaten, angeblich. Guck mal, da liegt jemand. Oh, hier ist Mitch. Das Schild gibt uns Deckung. Wenn der umkippt, kriegt das der Typ hier, jetzt der gerade im Tor steht, mit. Zur? Der Genossen? Wie viele sind das wohl? Was denkt ihr? Oh no. Was zum? Ich hab den Rest an. Ein Pfeil hat nicht gereicht. Wie cool. Sogar zwei Pfeile haben nicht gereicht. Die Weste ist zu stark. Gut. Wenn, dann müssten wir auf die gleiche Stelle schießen, damit die einen Schaden davon trägt. Oh, wie gut. Da schießt man mal ausnahmsweise. Meistens sind das ja Kopfschüsse mal nicht auf den Kopf und dann wird das gleich bestraft. Cool. Nachdem ich es mal angesprochen habe. Scheiße, das war zu hoch. Sind wir so dick? Wir waren nicht komplett dahinter. Das ist verständlich. Ich denke, ich werde mir ein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer zulegen müssen. AJ könnte mir etwas stiller halten. Der Busch von vorhin, der war eigentlich ziemlich cool. So schnell können drei weg sein. Ich leg dich um! Seid ihr Soldaten oder Ziegenhirten? Aufpassen! Ah, die Hirten, ich denke schon wieder an Far Cry 5. Außen zwei. Ich will wissen, ob da draußen was ist. Na, irgendwas wird da schon sein, sonst wären die drei nicht sofort nicht so auf der Stelle umgekippt. Wie schnell die schon sagen, er ist weg. Oh, drei vor unserer Nase. Ja, lauf nur! Hau ab! Ich vernichte sie. Wer vor uns läuft, ist eigentlich ein gutes Ziel. Klettert jetzt wer hoch? Bitte, bitte, bitte. Schade. Ist mir gerade so unsicher. Wieso eigentlich Verräter? Es kann doch einfach nur ein Feind sein.
Der hier reingegangen ist, hat es nicht mitbekommen. Ich spüre es. Ist vielleicht schon wieder woanders. Hier tapst wer. Das hat wer mitbekommen? Wie die Objekte denn gerade nachgeschoben wurden? Kopfschüsse bringen auch am meisten Erfahrungspunkte, das nochmal so nebenbei. Scheint so, dass das alle waren. Es reagiert keiner auf die Steine. Dann machen wir nochmal einen Test. Hier scheint wirklich keiner mehr zu sein. Na dann. Der liegt aber ungünstig. Hundemarken. In einem der Verstecker, also der ausgegebenen. Soweit. Nee, oh, ich dachte, wir wären da. Ah, da war bloß der Auftraggeber. Ja, wir haben Zielmarkierungen aus, deswegen ist es gerade etwas schwierig, das ausgewiesene Versteck zu finden. Es ist recht, leicht rechts von uns. Ja? Oh, vielleicht doch. Wir können ihn nämlich nicht mehr aufnehmen. Bonus der erfüllt, steht da auch. Leiche versteckt. Gut. Dann müssen wir nur noch unbemerkt entkommen. Aber es sind ja schon alle tot. Außer es zählt, wenn jemand hier vorbeifahren sollte von der Royal Army. Und wenn er uns entdeckt, dass wir es dann nicht geschafft haben. Ist ja gemein. Aber ich will ja noch den kleinen Kram mitnehmen. Nein, 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 nein. Endlich mal was unbemerkt geschafft. Ist ja auch nicht mehr oft der Fall. Ich hoffe, das wird wieder. Allen voran bei den Außenposten. Mehr Erfahrungspunkte sind immer gut. Sind wir mal nicht so, wir retten das Autochen. Nicht, weil wir damit fahren wollen, eher einfach nur, weil das Auto nichts dafür kann. Gut.
entkommen, entkommen. Sehr schön. Ich würde gerne die Erfahrungspunkte wissen. Ich weiß, ich habe sie ausgemacht, aber zumindest bei Mission könnte man die anzeigen. Ich will die nicht nach jeder Eliminierung sehen. Ja, es ist ein schmutziges Geschäft. Aber mit jedem Ziel, das du ausschaltest, rettest du 100 Leben. Und falls es dich beruhigt, du bist gut darin. Oh. Das macht Amita an. Na dann werden wir daran auch in der nächsten Folge weiterarbeiten und bis zum nächsten Mal. Oh Mann, sieht das gut aus. Wolke, geh weg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Fischi, Fischi, Fischi.